das zeigt natürlich, dass wir mit großen Schritten wieder vorangehen können und vor allem auch dieses Netzwerk ausbauen. Wir haben einerseits, dass sich 30 Firmen schon zertifiziert haben, dass sie den Nachweis geliefert haben, dass sie die fachliche Expertise haben, die Dinge auch zu tun, und auf der anderen Seite auch bereit erklärt haben, mit allen anderen zusammenzuarbeiten und das weiterhin auch das Netzwerk zu verstärken. Ungeheuer wichtig. Ich glaube, das ist die Chance, die wir Österreicher, wir in Europa und in der ganzen Welt haben. Wir haben im letzten Jahr im Export ganz gut abgeschnitten. Wir haben 50.000 Exporteure und hier in Kärnten einen Exportrekord von 6,5 Milliarden Euro. Ein ungeheurer Betrag, der diesem Land gut tut. Ich freue mich hier und nicht zuletzt auch als Forstwirt, dass der Begriff der Nachhaltigkeit, geprägt vor 150 Jahren, heute eine Selbstverständlichkeit ist. Dass hier ganzheitliches Denken auch im Investieren, im Bau heute Selbstverständlichkeit ist. Und wir haben heute die große Freude, Unternehmen auszuzeichnen, die hier genau diesem Anspruch gerecht werden. In der Alpe-Adria-Raum, hier bewegen wir uns bei knapp 9 Millionen Menschen und in den Kärnten haben wir 550.000 Menschen. Es ist ein Markt vor der Tür, den wir einfach nutzen sollten. Ja, hat es, weil Kärnten in einer geografisch hochinteressanten Position ist. Hier kommen die drei Kulturwurzeln Europas zusammen. Der einzige Punkt, wo dies der Fall ist, dass Germanisch, Romanisch und Slawisch zusammentrifft, das ergibt eine ganz, ganz große Chance, ein europäisches Vorzeigeprojekt hier zu machen und, ich sage es dazu auch Mitteln von der Europäischen Kommission zu erhalten, und da sind wir als Wirtschaftskammer gerne behilflich. Meine Erwartung ist, dass dieses nachhaltige Denken in der Bauwirtschaft, aber in der gesamten Wirtschaft noch weiter wächst, weil die Nutznießer sind wir alle. Wir sind hier, haben weniger Schadstoffe, weniger Umweltbelastung, wir können ressourcenschonend arbeiten und gleichzeitig ein besseres Wohlbefinden. Es gibt nur Profiteure, wenn wir so arbeiten.